heute gibt es ein neues Video aus der Basics-Check-Reihe. Falls ihr das erste nicht gesehen habt, verlinke ich euch das natürlich in der Infobox. Aber das ist eine Reihe inspiriert von Lizzie Hatfield. Schaut auf jeden Fall bei ihrem YouTube-Kanal vorbei. Und ich fand die Idee so cool, dass ich das auch machen wollte. Im Prinzip geht es darum, dass ich mir einen Teil nehme, von dem ich denke, das ist basic, das ist ein Klassiker im Kleiderschrank. Und diesen teste, indem ich aus verschiedensten Shops das eine Teil mir bestelle und schaue, lohnt es sich mehr auszugeben oder eher weniger und wer ist am Ende mein Sieger. In diesem Video geht es um den klassischen Trenchcoat und ich habe wirklich von 30 Euro bis 1600 Euro alles dabei. Ich kann euch sagen, es war nicht einfach, die Teile alle zu besorgen. Also fangen wir gleich an. Wie auch im ersten Video ist es so, dass ich versuche, nichts einfach zu bestellen, sondern ich schaue, habe ich davon vielleicht schon einen Teil zu Hause? Kenne ich Freunde, bei denen ich das ausleihen kann? Oder vielleicht auch hier in Berlin Agenturen, die verschiedenste Brands betreuen, wo ich mir auch was ausleihen kann? So konnte ich im Moment ganz gut fahren und für dieses Video hat es auch geklappt, aber hat ein bisschen länger gedauert. Das erste Teil ist von New Look. Das ist der günstigste Trenchcoat. Der kostet umgerechnet um die 31,70 Euro. Es lohnt sich, glaube ich, nicht, die euch großartig in die Kamera zu halten, weil die alle sehr, sehr, sehr ähnlich aussehen. Aber das ist ein Trenchcoat, der zu 100% aus Polyester besteht. Dann gibt es einen ziemlich großen Sprung, meiner Meinung nach. Ich dachte, es gibt Trenchcoats um die 50 Euro. Aber der nächstgünstige ist von H&M tatsächlich. Sieht so aus. Wie gesagt, man erkennt wahrscheinlich nicht wirklich einen Unterschied. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das Modell ist, was ich auch online gefunden habe, weil der jetzt hier schon älter ist. Aber online kostet einer, der sehr, sehr ähnlich aussieht, 69,90 €, was ich schon relativ viel finde für H&M. Aber der hier fühlt sich schon viel schwerer und wertiger an als der von New Look. Und dieser besteht zur Hälfte ungefähr aus Polyester, die andere Hälfte ist Baumwolle und dann noch so ein paar kleine Prozent, ich glaube 5% Polyamid. Ich habe auf euer Feedback gehört und einen Teil von Zara mit ins Video genommen. Ich finde es bei Zara mal schwierig, weil da ist es bei mir ganz oft so, ich habe das Teil und zwei Wochen später ist es ausverkauft und kommt nie wieder rein, was ich bei den anderen Shops meistens nicht so extrem habe. Aber weil ihr gerne auch Zara getestet haben wollt, habe ich hier ein Trenchcoat von Zara. Auch dieser ist nicht neu, aber er ist wieder ins Sortiment gekommen. Manchmal haben die das gerade bei so klassischen Teilen, dass er immer wieder jedes Jahr ins Sortiment kommt. Und dieser kostet 79,90 €, zur Hälfte ungefähr aus Polyester und Baumwolle und noch ein bisschen Elastan, ich glaube so 2%. Also sehr, sehr ähnlich dem von H&M. Dann machen wir einen eher größeren Sprung und sind dann schon bei 204 Euro. Ja, das ist mein persönlicher Trenchcoat, den habe ich euch auch schon in Favoritenvideos gezeigt, ihr habt ihn in Vlogs gesehen. Der Trenchcoat ist von Jack Wills und der hat eigentlich das angestoßen, dieses hey, lohnt es sich eigentlich mehr für einen Trenchcoat auszugeben? Und ja, ich habe mich dann für den entschieden und bin jetzt sehr gespannt, ob der mithalten kann oder besser ist als die anderen, die günstiger sind oder vielleicht auch noch der, der über dem hier kommt. Der besteht zu ganzen 69% aus Baumwolle, 25% Polyester und 6% Nylon. Und ich habe es sogar geschafft, an die Creme de la Creme zu kommen. Das ist der klassischste Trenchcoat, den man, glaube ich, haben kann, von Burberry, nennt sich The Chelsea und kostet momentan ganze 1700 Euro. Und der einzige Grund, weshalb ich so einen Trenchcoat mit reinnehme, ist, weil meiner Meinung nach das der Klassiker ist. Das heißt, der muss für mich eigentlich perfekt sein, beziehungsweise an dem vergleiche ich die anderen, um sagen zu können, ist es das wirklich wert? Weil ich finde, oft ist es bei Social Media so, dass man ganz viele Marken sieht und denkt, okay, ist es das eigentlich wert oder nicht? Und genau das will ich hier testen. Ich bin so gespannt, weil das ist wirklich ein Heidengeld. Aber immerhin besteht dieser zu 100% aus Baumwolle. Jetzt freue ich mich schon sehr aufs Anprobieren und Tragen. Ich werde alle diese Trenchcoats kombinieren mit verschiedensten Outfits, auch versuchen, verschiedene Tage die zu tragen, um wirklich den ordentlich zu testen jeweils. Und das zeige ich euch jetzt mal. Hallo, ich habe heute den Trenchcoat von Zara an. Und dazu trage ich einen Pulli von And Other Story Lift and Shape Skinny Jeans von New Look, meine Bianco Ankle Boots, meine Gucci Tasche, eine sehr bequeme Frisur und ich komme gerade vom Shoppen, Bummeln und war auch in der Bahn und da war mir extrem warm. Ich finde die Farbe sehr schön. Die ist so ein bisschen heller als die anderen Farben, also so
ein sehr, sehr helles Beige. Passt an den Schultern auch ganz gut. Er hat hier aber Schulterpolster, das solltet ihr wissen. Die Ärmel sind das größte Problem, weil ich finde, der ist hier sehr, sehr schön schmal geschnitten, aber er ist mir an den Armen einfach viel zu weit und auch zu lang. Und ich finde, das ist immer so ein Indiz dafür, so, der passt dir nicht richtig. Also das sah auch, ich habe mich dann so im Schaufenster so angeguckt und dachte so, oh, das sieht aber ein bisschen groß irgendwie aus. Also ich weiß nicht genau, er ist auch ein bisschen lang, also geht über die Knie und ich habe das Gefühl, der soll aber eigentlich eher so sein. Also wieder so ein klassischer Fall von, ich bin zu klein für den Mantel. Kann also sein, dass es nur bei Leuten um die 1,60 ein Problem sein sollte. Heute trage ich den Trenchcoat von New Look, mit Abstand der günstigste Trenchcoat, kombiniert mit einer Bluse, die so asymmetrisch, auch von New Look witzigerweise. Dann meine Jeans von Weekday, der ist glaube ich Army. Meine Schuhe sind meine allseits geliebten Mule von Another Stories und meine Clutches auch von Another Stories. Leg die mal kurz ab. Zu dem Trenchcoat, also ich muss sagen, gegen die anderen schmiert er schon ab. Der ist auch schön, also auf jeden Fall haben alle eine gewisse Ästhetik. Ich trage ihn mir jetzt auch den ganzen Tag. So ist es nicht, aber im Gegensatz zu den anderen, ja, sieht er einfach so, hängt er einfach so ein bisschen runter. Die anderen sind wesentlich fester vom Stoff, der fühlt sich vom Stoff auch am billigsten an, ist tatsächlich auch mit der dünnste. Von den Armen passt er besser als andere, aber was jetzt die Details angeht, sieht es schon ein bisschen billiger aus als bei den anderen. Er ist auch ziemlich lang, geht mir weit über die Knie, was zusammen mit dem Schnitt für mich jetzt, finde ich, nicht besonders vorteilhaft ist. Ich bin heute tatsächlich wesentlich vorsichtiger durch die Welt gelaufen, als ich es sonst tue. Denn heute habe ich den Trenchcoat von Burberry an. Oh mein Gott, das ist er. Ich habe ihn kombiniert mit einem meiner Lieblingsblusen von And Other Stories. Meine Hose ist von Weekday. Die Schuhe sind von Superga. Ich muss sagen, das ist ein sehr, sehr schöner Mantel. Was mich mega gewundert hat, das ist einer der dünnsten Mäntel. Also der hat im Gegensatz zu den anderen gar nicht so eine dicke Fütterung. Und dementsprechend war mir auch gar nicht so warm, als ich irgendwie draußen war. Heute waren, glaube ich, so 15 Grad oder so. Wie ihr sehen könnt, hat er hier das berühmte Burberry-Muster und er hat das gleiche auch hier hinten. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Könnt ihr das sehen? Tatsächlich fällt er relativ klein aus. Ich habe mal auf einer Website geguckt. Ich glaube, das ist das gleiche Modell. Und da stand auf jeden Fall, dass man eine größere Größe wählen sollte. Also würde ich wahrscheinlich, wenn ich für mich bestellen würde, eine Größe größer bestellen müssen. Aber selbst bei der Größe hier ist es so, dass die Ärmel mir ein Müh zu lang sind. Also perfekt finde ich ihn für mich nicht. Aber er hat sehr, sehr viele schöne Details. Er sitzt sehr gut. Er geht mir wirklich perfekt bis zu den Knien, was ich von der Länge sehr perfekt, sehr klassisch finde. Heute trage ich den Trenchcoat von H&M. Den trage ich mit so einem richtig gemütlichen Sweater, den habe ich geschenkt bekommen, war in so einer Goodie-Bag drin. Meine Hose von Topshop, die ich ungefähr immer anhabe, meine Stan Smiths dazu. Achso, ich habe eben gerade noch meine MCM-Tasche dazu getragen, die auch so pink-orange ist. Fand ich halt ganz gut gepasst, also ein ganz gemütliches Sonntagsoutfit. Auf jeden Fall gefällt mir der Mantel echt gut dafür, dass er von H&M ist, was die Qualität angeht. Also auch der ist relativ dick, auch nochmal wie gefüttert und der ist relativ groß auch. Also die Ärmel sind ein bisschen zu lang, auch von der Länge ist er für so einen klassischen Trenchcoat länger als andere, die ich anprobiert habe. Und hier ist er auch, also ist überall so ein Müh zu groß, würde ich sagen, auch hier. Hallo, heute trage ich meinen eigenen Trenchcoat, den von Jack Wills, den ich jetzt schon eine Weile habe, den ich euch auch schon tausendmal gezeigt habe. Ich trage ihn auch heute sehr, sehr einfach kombiniert, aber ich wollte es euch trotzdem zeigen. Und zwar trage ich so ein Off-Shoulder, ganz schlichtes Kleid von Zara aus dem letzten Jahr.
was ich immer rauskrame, wenn es irgendwie ein bisschen schicker sein muss. Wir gehen nämlich jetzt gleich essen. Meine Schuhe sind auch aus dem letzten Jahr von Mango. Und die Tasche allerdings, also die Klatsch, ist aktuell von den Other Stories zum Trenchcoat. Ich liebe ihn einfach so sehr. Er ist perfekt von der Länge. Er ist nicht zu lang. Er ist auch so geschnitten, dass ich nicht so untergehe. Die Arme passen und sind nicht so lang wie bei den anderen, dass nur irgendwie die Fingerspitzen rausgucken, sondern wirklich perfekt. Ich fühle mich darin super wohl. Der ist auch schön dick, sage ich mal, für einen Trenchcoat. Also selbst wenn es irgendwie um die 15, 16 Grad sind, komme ich mit dem immer noch super klar, weil der so ein bisschen mehr gefüttert ist. Ich habe mir es wirklich nicht leicht gemacht mit diesem Video. Ich habe jetzt alle Trenchcoats anprobiert. Ich habe einige auch mehrmals getragen. Wir wollen nicht mit dem Gewinner anfangen, sondern wir fangen von unten an, rollen das Ganze von unten auf und beginnen mit dem letzten Platz. Und ich habe das wieder mit dem Bewertungssystem gemacht, mit den Sternen. Das heißt, ich gehe jetzt auf Passform ein, auf die Qualität und auch den Preis. Den letzten Platz belegt tatsächlich der New Look Trenchcoat. Ich beginne mit der Passform. Und die war okay, von allen Trenchcoats war die Passform okay, aber diese hier war irgendwie am wenigsten speichelnd. Irgendwie hing der Trenchcoat dann doch einfach runter, war sehr lang, sehr viel Material, deswegen 2 von 5 Punkten. Auch was die Qualität angeht, ist es hier tatsächlich so, dass man das bezahlt, was man auch bekommt. Er fühlt sich von allen Trenchcoats am billigsten an. Er ist sehr, sehr dünn, hat auch nicht wirklich Details, die besonders auffällig sind oder ihn wertiger aussehen lassen. Nur beim Preis glänzt er natürlich und hat da die volle Punktzahl bekommen, weil er mit knapp 30 Euro auf jeden Fall mit Abstand der günstigste Trenchcoat ist. Auf dem vorletzten Platz haben wir tatsächlich den Burberry Trenchcoat, aber natürlich vor allem wegen des Preises. Was die Passform angeht, muss ich aber auch sagen, dass ich da 2 Pünktchen abziehe, denn zum einen waren mir die Ärmel immer noch sehr lang und auf der Website stand, dass bei allen Burberry Trenchcoats man irgendwie eine Größe weiter nach oben wählen sollte, weil die sehr klein ausfallen, aber dann wären die Ärmel noch länger gewesen. Und das für den Preis, finde ich, geht so. Qualität, muss ich ganz ehrlich sagen, da vergebe ich die volle Punktzahl, ist 100% Baumwolle, der fühlt sich total hochwertig an und ist ein richtig schönes, festes Material, nicht zu dick und nicht zu dünn, hat natürlich dieses wunderschöne Muster, auch am Kragen hier und an sich sehr, sehr viele Details, die das Ganze sehr, sehr besonders machen. Aber der Preis ist natürlich ein ganz, ganz großes Argument und ich wollte ihn unbedingt, unbedingt mit reinnehmen, deswegen bin ich so dankbar, dass ich mir den ausleihen durfte, denn ich finde, er ist nicht den Preis wert. Wenn man das Geld hat, kann man das gerne machen, weil das ein tolles Stück ist, wahrscheinlich für die Ewigkeit. Aber bei einem Preis von zwischen 1600 und 1700 Euro hätte ich mir irgendwie einfach mehr erwartet. Jetzt ist es so, dass ich eigentlich zwei Mäntel gleichzeitig zeigen müsste, weil im Endeffekt finde ich sie sehr, sehr ähnlich. Auf Platz 3 gestellt und das ist der Zara-Mantel. Was die Passform angeht, muss ich sagen, da vergebe ich 3 von 5 Punkten, einfach weil er sehr groß aussieht. Gerade die Ärmel sind auch sehr, sehr weit und das finde ich bei einem Trenchcoat einfach nicht so schmeichelnd. Da geht man einfach sehr schnell unter, gerade wenn man nicht so groß ist. Das ist einer der dickeren Mäntel, das heißt, er hält euch noch wärmer als zum Beispiel sogar der Burberry-Mantel. Die Details finde ich auch toll. Der erinnert mich auch am meisten an den von Burberry. Ihr habt auch hier am Kragen dieses karierte Muster und auch innen. Also geht schon alles in die Richtung. Aber die Zusammensetzung geht so. Es war ja so 50-50 ungefähr Polyester und Baumwolle. Deswegen 3 von 5 Punkten. Und beim Preis muss ich sagen, da vergebe ich 3 von 5 Punkten. Wie ich schon meinte, war ich mir bei dem von Zara und diesem hier einfach unsicher. Welchen stelle ich auf Platz 2 und welchen stelle ich auf Platz 3? Aber ich bilde mir ein, dass der von der Passform ein Müh besser ist, weshalb ich hier 4 von 5 Punkten vergebe, was die Passform angeht. Ich hätte hier auf jeden Fall eine Größe kleiner gebraucht und das ist hier schon eine Größe 34, sehe ich. Ich weiß nicht, ob H&M eine 32 verkauft, aber an mir ist er auch sehr, sehr lang. Ich bilde mir aber ein, dass er an den Ärmeln besser passt
und deshalb an sich auch von Weitem das Ganze einfach besser aussieht, besser sitzt und sich auch irgendwie besser anfühlt, weswegen ich dann hier 4 von 5 Punkten für die Passform gegeben habe. Qualität ist genau dasselbe wie bei Zara, ist ja im Prinzip fast identisch die Zusammensetzung. Deswegen gebe ich auch hier 3 von 5 Punkten. Und damit kommen wir zum Preis. Dieser Mantel kostet, wenn das der ist, den ich im Internet gefunden habe, um die 70 Euro. Das ist auf jeden Fall der zweitgünstigste Mantel. Hätte ich, wie gesagt, nicht gedacht. Ist aber so. Und jetzt kommen wir zum Gewinner. Und auch wenn die Punktevergabe euch gleich nicht verraten wird, weshalb das genau der Gewinner ist, er ist der Gewinner meines Herzens. Die Nummer 1 ist tatsächlich, und das habe ich wirklich nicht gedacht, das heißt nicht gedacht, aber ich bin auf jeden Fall neutral rangegangen, mein persönlicher Trenchcoat von Jack Wills. Kommen wir zur Passform und ich finde, das ist das Wichtigste überhaupt. Dieser hat 5 von 5 Sternen verdient. Der passt einfach perfekt. Der ist nicht so lang wie die meisten. Ich glaube, nur der von Burberry war nicht so lang. Alle anderen waren ziemlich lang an mir einfach. Der passt von der Länge einfach perfekt. Der hat tolle Details. Passt an den Ärmeln sowohl von der Weite als auch von der Länge. Und das ist der einzige Trenchcoat von allen, bei dem das der Fall war. Die Qualität ist auch ein Stück besser als bei denen von H&M und Zara. Deswegen vergebe ich auch hier 4 von 5 Punkten. Der Trenchcoat kostet ja um die 200 Euro. Und das ist schon wirklich ein Zacken Geld. Deswegen vergebe ich hier 2 von 5 Sternen. Aber immer wenn ich den Trenchcoat trage, werde ich gefragt, was das für eine Firma ist, ob das ein Burberry Trenchcoat ist, dass der so toll aussieht. Ich bekomme immer Komplimente, ich fühle mich total wohl in diesem Trenchcoat und deswegen absolute Nummer 1 und ich kann euch den nur empfehlen. Aber ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Es gab noch keinen Zeitpunkt, zu dem ein Trenchcoat nicht irgendwie getragen wurde. Und das war's zu dem Video. Ich hoffe, sehr, es hat euch gefallen und vor allem, dass es euch geholfen hat. Schreibt mir doch mal erstens in die Kommentare, ob ihr einen Trenchcoat tragt und wenn ja, von welcher Firma der ist und ob ihr zufrieden seid. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, welches Thema ich als nächstes angehen soll. Vielleicht kriegen wir das auch so hin, dass einer einen Kommentar schreibt und wenn die anderen sehen, oh, das hätte ich auch gerne, das einfach liken, den Kommentar, dann wird er mir ganz oben angezeigt und das ist alles viel einfacher. Das wäre sehr cool. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Ciao.